Traum? Was ist eigentlich Leben? Leben ist das, was sich seine eigenen Bedingungen diktiert. Erstens braucht es Raum. Zweitens Atmung, Verbrennungsstoffe. Von Raum und Verbrennungsstoffen hat es eigentlich genug. Drittens kommt gleich das nächste, was immer vergessen wird: Wärme. Nicht zu warme und nicht zu heiße Umgebungstemperaturen, inklusive Licht. Wenn man zu den chlorophyllhaltigen Pflanzen gehört. Das erste Problem stellt sich, dass der Ort, der Raum, in dem der Körper sich ausbreiten, ausdehnen muss, hinsichtlich der Orte, an denen die richtigen Licht- und Wärmeverhältnisse herrschen, schnell konkurrenziert wird, weil alle an den wohltemperierten Ort, der nicht zu grell blendend ist, sich tummeln wollen. Wenn da viertens genügend Wasser und fünftens genügend Futter zur Verfügung ist. Nahrung konkurrenziert, dann, wenn sie keine Pflanze sind und nur noch und erstmal nur um den richtigen Ort an der Sonne kämpfen müssen und den richtigen Boden mit den richtigen Quellen. Nahrung konkurriert dann bereits mit den anderen hungrigen Mäulern, die auch am gleichen Ort sich tummeln wollen und wechselseitig sich nicht nur den Ort, den Platz, die Ressourcen streitig macht, sondern sich selbst dann als Ressource ansieht. Je nachdem, wer größer oder wer und so weiter. Futter. Und diese fünf Dinge reichen bis zur Spezialisierung von bestimmten sensorischen Wahrnehmungsorganen eigentlich schon aus. Und später kommt noch das Crossing Over und die Inneneinnistvorgänge und die speziell bei Menschen sich verkrudet habenden Ausspreizungen hinzu, sodass dieser am Ende sagt, der Mensch lebt nicht nur. Von jenem, was der Spruch heißt, in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Also nicht nur vom Brot allein, sondern er braucht Unterhaltung, geistige Nahrung. Sagt man.
dabei, das nicht so sicher ist, dass es nicht auch solche gibt, die sich nur bekümmern um diese ersten 5 Faktoren, um damit vollständig zufrieden zu sein. Raum, lass mich in Frieden in meinem Biotop schalten und walten, was ich will. Lass mir die Luft zum Atmen. Entzieh mir nicht die Wärme, gib mir nicht zu viel Kälte. Und labet die Dürstenden und die Hungernden.